Zuerst schauen wir einen Vers an aus dem Römerbrief, Kapitel 6, Vers 6. Nehme die Strong heraus, kann man es schöner lesen. Indem wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, auf dass der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wir haben schon einiges darüber gesagt, als wir die vier christlichen Tauflehren erklärten, Römer 6, Galater 3, Kolosser 2, 1. Petrus 3. Und hier haben wir den Begriff alter Mensch. Was ist der alte Mensch? Der alte Mensch ist der Mensch, der als Säugling geboren wird, unwiedergeboren und erlösungsbedürftig. Dem sagen wir als Hilfsbegriff alter Mensch. Aber diesen Begriff nehmen wir direkt aus dem Wort Gottes. Also Römer 6, Vers 6, da haben wir Balaios, der Alte, und Mensch, der Anthropos, Balaios Anthropos. Also der erlösungsbedürftige, nicht wiedergeborene Mensch, der heißt im Wort Gottes alter Mensch. Nehmen wir noch eine Bibelstelle mit. Epheser Brief, Kapitel 4, Vers 22. Ich schalte auch da die Strom rasch raus. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt den alten Menschen, der nach den betrügerischen Lüsten verdorben wird. Also unser alter Mensch ist verführbar. Das neue ewige Leben ist nicht verführbar. Vielleicht nochmals Vers 22. Der alte Mensch, kontrollieren wir auch, Balaios, Mensch, Anthropos. Die dritte und letzte Stelle dazu nehmen wir aus dem Brief des Apostel Paulus an die Kolosser aus dem Kapitel 3. Den 9. Vers. Ja, Strom raus. Belüget einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt. Als wir das mit der christlichen Tauflehre anschauten, da sahen wir, dass der alte Mensch mit Christus gekreuzigt, mit Christus gestorben, mit Christus begraben wurde. Und zum äußeren Zeichen dessen wurde dieser alte Mensch in der Glaubenstaufe mit dem Wasser des Todes eins gemacht. Das ist die Taufe, also eigentlich eine Beerdigung. Dann gehen wir zum nächsten Begriff. Der nächste Begriff, das ist der neue Mensch. Der neue Mensch. Wir haben das schon im Kolosserbrief mitgelesen. Der neue Mensch, da sehen wir, dass der alte Mensch gestorben ist, aber der neue Mensch ist das ewige Leben des wiedergeborenen, bekehrten, also derjenige, der an den Herrn Jesus Christus, den ewigen Gott, der Mensch wurde, glaubt. Das ist der neue Mensch. Dazu nehmen wir das Wort Gottes auf Epheser Kapitel 2, Vers 15. Nachdem er in seinem Fleische die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen, hinweggetan hatte, auf dass er die zwei, friedenstiftend, in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe. Es ist natürlich wichtig, dass man den Zusammenhang dann noch erliest im Epheser Brief Kapitel 2, Vers 15. Lesen wir aber gleich noch aus Epheser 4, den 24. Vers, Epheser 4, Vers 24.
und angezogen habe, den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also der neue Mensch, das ewige Leben, ist vollkommen gerecht und heilig. Das neue Leben kann auch nicht verloren gehen. Ein Erretteter will auch nie verloren gehen. Ein Erretteter kann nicht zurück, will nicht zurück, geht nicht zurück. Und der neue Mensch, der gehört der neuen Schöpfung an. Das entnehmen wir dem 2. Korintherbrief, 2. Korintherbrief, Kapitel 5. 2. Korinther 5, den Vers 17. Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Also der Neue kann gar nicht ins Alte zurück. Eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Darum gibt es auch keinen wiedergeborenen Christen, der meint, er könne wieder verloren gehen. Es ist schlichtweg unmöglich, weil ein Neugeborener hat den Heiligen Geist und wird durch das Wort Gottes lesen belehrt. Galater 6, Vers 15. Denn weder Beschneidung noch Vorhaut ist etwas, sondern eine neue Schöpfung. Galater 6, Vers 15. Man kann auch dem neuen Menschen sagen, ein neuer Mensch, Kolosser 3. Vers 10. Und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bilde dessen, der ihn erschaffen hat. Und dieser neue Mensch, das ist ein geistlicher Mensch, im Gegensatz zu einem seelischen Menschen. Die seelischen Menschen sind alles verlorene Menschen. Man merkt das auch an ihrem Umgang, man merkt das an ihrem Reden, relativ schnell, dass sie den Heiligen Geist nicht haben, sondern nur seelische Menschen sind. Aber hier haben wir den geistlichen Menschen in 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 15. Der Geistliche aber beurteilt alles. Er selbst aber wird von niemandem beurteilt. Also 1. Korinther 2, Vers 15. Und dann schauen wir noch die dritte Bezeichnung an, der innere Mensch. Der innere Mensch. Der innere Mensch, das ist der Mensch, der erlösungsfähig ist. Die gefallene Gottes Ebenbildlichkeit. Und wo sieht man das ganz schön? Im Römerbrief, Kapitel 7, den Vers 22 wollen wir zusammen lesen. Denn ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Oder 2. Korintherbrief, Kapitel 4, den Vers 16. 2. Korinther 4, Vers 16. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch der äußere Mensch verfällt, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und ein 3, Vers 16 Vers, das sind so, die kann man dann schnell auswendig lernen, Epheser, Kapitel 3, den Vers 16, auf dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Und der innere Mensch, der wird in Petrus anders benannt. Wir lesen miteinander 1. Petrusbrief, Kapitel 3, den 4. Vers, sondern der verborgene Mensch, des Herzens in dem unverweslichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, welcher vor Gott sehr köstlich ist. Und nochmals zum Zeichen, wie schön das funktioniert mit der Strong auf der Clever Studienbibel, der verborgene Kryptos
verborgen. Und da wird dann, werden andere Stellen noch gezeigt, wo das Wort Kryptos anders übersetzt worden ist in der Elberfelder Bibel. Und jetzt gehen wir zum Schluss, zum vierten Begriff, Mensch, der äußere Mensch. Der äußere Mensch. Der äußere Mensch, ist das die materielle, vergängliche Seite. Das ist unser äußerer Leib. Gehen wir zu 2. Korintherbrief, Kapitel 4, den Vers 16. Wir lesen ihn langsam. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Weil die Strong noch offen sind, schauen wir das gleich an. Der äußere Exo draußen hinaus, da sieht man dann in der Clever noch die anderen Bezugsstellen, und der innere Esoten von innen heraus, wie gesagt, der Unterschied zwischen äußerer und innerer Mensch. Was haben wir zusammen angeschaut? Nehmen wir nochmals das Wort HTM zur Hilfe. Alter Mensch, Erlösungsbedürftigkeit, neuer Mensch, Erlösungstatsächlichkeit, innerer Mensch, Erlösungsfähigkeit, äußerer Mensch, die materielle vergängliche Seite. Ich hoffe, dass ich etwas Interesse wecken konnte, und wenn Fragen sind, Korrekturen, Hinweise, würde mich natürlich sehr freuen. Die E-Mail-Adresse werde ich wieder unten im YouTube dann einblenden. Im Herrn Jesu Christum einen wunderbaren Tag.